off the radio. Rote Welle. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Beitrag, der stammt aus Rojava. Und zwar geht es hier um die ganze Frage, wie sich Daesh, also ISIS, in Rojava festsetzt, wie sie sich weiterentwickeln und wie sie eigentlich auch intern in diesen Camps, wo sie zum Teil untergebracht sind, wie das da aussieht, was sind ihre Ziele, was ist ihr Leben, wie sieht der Alltag aus, aber auch eben, was sind eigentlich ihre Ziele und ihre Aktivitäten als Daesh. Wir haben gedacht, dass wir mal ein anderes Thema wählen von Rojava. Wir berichten sonst immer über die geostrategische Lage, über die Angriffe, über den Krieg. Und wenn wir das heute nicht tun, ist es nicht, dass dieser Krieg nicht voranschreitet. Nein, ganz im Gegenteil. Jetzt ist es in Südkurdistan angekommen, dass da sich der Spezialkrieg viel mehr konzentriert. Und wir werden sicher in den nächsten Sendungen mal etwas ausführlicher darüber berichten. Aber jetzt möchten wir wirklich mal etwas ganz anderes, eben einen Blick in die Camps, wo Daesh und ISIS gefangen gehalten werden, wo versucht wird, auch all die internationalen Daesh-Frauen mit all ihren Kindern in ihre Länder zurückzuschicken und sich der Verantwortung der sicherheitstechnischen, aber auch Ernährungs- und Logistikproblematiken zu erleichtern, versuchen eigentlich die Behörden und auch die Sicherheitskräfte, die verschiedenen Länder dazu aufzufordern, endlich Verantwortung zu übernehmen und endlich ihre Staatsangehörigen zurückzuholen und sich selber um sie zu kümmern. Das wird leider noch nicht wirklich gemacht. Seit Jahren ist dieser Aufruf und man sieht es auch an verschiedenen anderen Momenten der Revolution in Rojava, dass Daesh weiter gedeiht, dass Daesh sich neu aufstellt, dass Daesh auch sich verzweigt, vernetzt und Zellen bildend. Sei dies bei die den unterstützen sollten, den Gefangenenausbruch in Hezeke, in dem größten Knast, wo sie aufbewahrt werden sozusagen, wo sie drin sitzen, und das sind dann die Daesh, die auch nicht einfach nur Mitläuferinnen waren, sondern tatsächlich auch führende Köpfe, Organisatoren von eigenen Anschlägen, aber auch logistischen Funktionen und so weiter und so fort. Also die Träger eigentlich der Entwicklung. Und damals hatten wir länger darüber berichtet und da hat man gesehen, dass sie sehr wohl in der Lage sind, relativ viele ihre Anhänger zu mobilisieren, in die Stadt einzuschleusen, einzunisten, rund um den ganzen Knast in Hezeke, um dann im Moment des Ausbruchs, der von innen her gestartet wird, auch bereit zu sein, die kriegerischen Handlungen der bewaffneten Kräfte von SDF abzuwehren und diese große Flucht zu unterstützen. Das ist dann schiefgelaufen, das erinnern wir kurz daran, das ist schiefgelaufen. Die Kräfte der SDF konnten sie zurückschlagen und es gab da sehr viele Tote, es gab auch Verletzte und natürlich Shahid von Seiten der SDF, aber es wurde erfolgreich zurückgeschlagen und somit auch ein Nest im Knast selber zerschlagen. Darum sagen wir, werfen wir einen Blick mal in diese Camps. Wir hören immer wieder den Namen Holcamp. Holcamp ist einer der berüchtigsten und der größten. Und da sitzen oder saßen
auf jeden Fall an die 11.000 ausländische Daesh-Frauen mit ihren vielen Kindern und bilden tatsächlich eines der Herzen des Wiederaufbaus, der Rekonstruierung von Daesh mit ihren organisatorischen und strategischen Plänen innerhalb dieser Camps. Die Frauen spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle und die internationalistischen Frauen sind da nicht einfach nur Zuschauerinnen, sondern sind an sich wie Teil dieses Projektes von Daesh. Das ist hochgefährlich geworden. Es gab jetzt, im letzten Monat, gab es eine große Operation, wie man das nennt, im Camp selber. Da wurde alles über 2 Wochen hinweg durchforscht und man fand da einerseits gefangene Jesidinnen, die damals 2014 von Shingal aus geraubt wurden und bis zu diesem Zeitpunkt der Operation in den Händen als Gefangene von Daesh-Frauen vor allem auch festgehalten worden sind. Die wurden natürlich befreit und um die wird sich natürlich auch gekümmert. Sie fanden aber auch Ausbildungsstätte, ideologische wie militärische. Sie fanden auch ganze Tunnelgänge und Tunnels, die nach außen führen, also die eine Kommunikation, die auch einen Materialtransport möglich machen. Sie fanden ganze Waffenarsenale. Sie fanden im Prinzip ein kleines Kalifat, das sehr wohl funktionieren konnte und kann. Und darum war es so wichtig, mal all diese Informationen zu sammeln und zu zerschlagen. Wie weit ihnen das gelungen ist, werden wir sehen. Es gab dann auch so Videos, wo man gesehen hat, dass die Daesh-Leute vom Camp selber, wie auch die Kinder, überhaupt nicht erfreut waren, sondern im Gegenteil, es wurde sehr gefährlich für alle, die sich darin bewegten. Und man weiß auch, dass von seitens der SDF-Kräfte versucht wurde, mit aller Würde und Menschlichkeit diesen Menschen zu begegnen, vor allem auch den Kindern. Also nicht die Härte und die Abscheu festzumachen, sondern eben versuchen, auf sie einzugehen. Wie weit das gelingt, ist eine andere Frage. Und weil das ein Phänomen ist, das einen selten Wert hat zum Glück, haben wir gedacht, wir sprechen das mal mit einer Freundin, einer Genossin, die bei dieser Operation dabei war und die uns über ihre Gedanken und Erzählungen einen Blick ins Innere dieser Operation und damit in Camp Hole Innenleben, das Wirken und Funktionieren von Daesh-Frauen, sie spricht über die Frauen und Kinder und das ist sehr informativ und das ist sehr interessant. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der ganzen Frage der Rechtsentwicklung, der Barbarei, Daesh nach wie vor eine sehr große Rolle spielen und deswegen ist es interessant, mal einen authentischen Blick von da mitzukriegen. Ja, wir spielen euch das jetzt ab, es geht länger, sie erzählt, es ist spannend und ja, so übergebe ich jetzt mal der Technik, die das Interview zuschalten wird. Dembasch und hallo aus den befreiten Gebieten Rojavas und Nordostsyriens. Mein Name ist Ronahi, ich bin von der YPJ International und seit circa 2 Jahren hier. Und ich konnte an der letzten Operation, der Operation Menschlichkeit und Sicherheit im Camp Al-Hol teilnehmen, die Ende August begann und für 24 Tage andauerte. Und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, mit euch über die Operation als auch das Camp an sich sprechen zu können, als auch eben den Islamischen Staat und die Lage hier in Nordostsyrien.
Du warst in Hohl, als diese Operation lief. Kannst du sagen, um was für eine Operation es ging und auf die Kontexte und Ziele eingehen? Also vielleicht erstmal zum Camp Ahol selbst. Das Camp existiert seit Anfang der 90er Jahre und über die Zeit sind immer wieder geflüchtete Menschen dorthin gekommen, insbesondere nach der Invasion der USA im Irak. Und vor allem seit 2019 wurden dann vermehrt auch IS-Anhängerinnen und ihre Kinder dort untergebracht. Das Camp liegt 45 Kilometer nördlich von der Stadt Hesseke. In Hesseke, das habt ihr vielleicht mitbekommen, gab es in diesem Jahr am 20. Januar einen Ausbruchsversuch. Im Sina-Gefängnis. In diesem Gefängnis sind IS-Anhänger, also männliche IS-Kämpfer, untergebracht bzw. gefangen worden. Und es gibt konkrete Beweise, dass es eben in der Planung und Durchführung dieses Ausbruchs starke Verbindungen zum Camp Al-Hol gab, was eben auch von einem, falls dieser Ausbruchsversuch geglückt wäre, davon profitieren sollte. Gegebenenfalls sollten dort dann die verbleibenden IS-Frauen und Kinder sozusagen auch ausbrechen können. Das war der eine Grund, eben dieser Zusammenhang für die Operation Menschlichkeit und Sicherheit, die Ende August gestartet ist. Ein anderer Grund ist, dass im Camp selbst immer wieder auch Ausbruchsversuche, Angriffe von außen vorgefallen sind, aber auch Morde im Camp selbst, Morde an Insassen, an NGO-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber eben auch an Freunde und Freundinnen von uns, die dort gearbeitet haben. Allein in diesem Jahr wurden 44 Menschen in dem Camp ermordet, darunter auch zwei Kinder. Das Camp wird als das gefährlichste Camp der Welt bezeichnet. Das kann durchaus sein, würde ich sagen. Genau. Und Ziel dieser Operation war eben, IS-Strukturen zu zerschlagen, aufzudecken, Waffen zu finden, Tunnel zu finden. Genau. Und so quasi einem Wiederaufbau des Islamischen Staats in dem Camp entgegenzuwirken und eben auch den Islamischen Staat mehr und mehr aus der Kontrolle über das Camp zurückzudrängen. Du hättest dadurch die Möglichkeit, einen Innenanblick zu bekommen. Kannst du uns den beschreiben? Also ich versuche euch vielleicht mal am Anfang zu beschreiben, wie man sich das so bildlich vorstellen kann. Also das Camp ist quasi wie eine riesige Zeltstadt. Also bis an den Horizont siehst du nur diese weißen Zelte. Und dazwischen bewegen sich eben die Frauen und Kinder. Die Frauen, beziehungsweise auch schon kleine Mädchen, tragen alle Niqab. Das heißt sozusagen eine schwarze Vollverschleierung, wo du wirklich keinen Zentimeter Haut siehst. Ne? Sie haben auch Handschuhe an, Schleier vor den Augen. Es unterscheiden sich eigentlich nur die Schuhe. Genau, und so bewegen sie sich dann durch das Camp. In dem Camp selbst kann man sich gerade, also können wir uns zumindest gerade gar nicht unbedingt frei bewegen, weil es eben sowohl auf Sicherheitskräfte als auch auf NGO-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer wieder Angriffe gab und auch noch gibt. Und ich meine, so selbst wenn du sozusagen geschützt da unterwegs bist, wirst du trotzdem, und es auch in der Operation regelmäßig passiert, beschimpft, beleidigst. Genau. An den Kindern siehst du im Camp auf jeden Fall, ich sag mal, die Internationalität innerhalb von Daesh. Ja, also es sind sehr viele verschiedene Kinder mit allen möglichen Nationalitäten dort, was auf jeden Fall beängstigend ist. Ne? Also es sind zum einen Kinder, na klar, die spielen dort, die haben irgendwie auch ein Interesse an dir als fremde Person, so, die sie nicht kennen. So sind halt neugierig, wie Kinder halt sind. Aber ich glaube, eine Situation, die mich sehr beeindruckt hat oder beeinflusst hat, vielleicht eher etwas, was mich tatsächlich sehr beeinflusst hat, war, dass viele Kinder dir den IS-Gruß, also diesen erhobenen Finger, zeigen. Aber tatsächlich oft hatte ich das Gefühl, um halt Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, so wie jetzt manche Kinder die Zunge rausstrecken oder so ein bisschen provozierend, damit du dich quasi mit ihnen auseinandersetzt. Und aber dieses Zeichen dafür zu nutzen und teilweise auch
ja, selbst irgendwie Kinder haben angefangen so zu beleidigen und so weiter. Das ist schon, das zeigt einfach, wie tief dieser Hass sitzt, wie tief diese Ideologie sitzt und wie nah die auch einfach an dem Aufwachsen der Kinder dran ist. Es ist also eine sehr bedrohliche Kulisse, kann ich mal sagen. Auf jeden Fall kein Ort, wo man leben möchte und eigentlich auch kein Ort, der in meinen Augen Kindern irgendeine Art von Zukunft oder Perspektive bilden kann. Aber da gehe ich später noch mal drauf ein. In der Operation selbst wurden viele Dinge gefunden. Es wurden Waffen gefunden, es wurden Tunnel gefunden. Es wurden also die einerseits als Waffenlager dienten, aber andererseits eben auch quasi den Weg nach draußen sich bahnen sollten. Es wurde Bildungsmaterial gefunden, sowohl ideologisches Bildungsmaterial als auch militärisches. Und es wurden eben, und das ist, glaube ich, besonders wichtig, auch 6 gefangene Frauen befreit. 4 davon waren in einer Art Gefängnis untergebracht, gefesselt. Und 2 von diesen Frauen waren Jesidinnen, die vor um die 8 Jahren vom Daesh entführt wurden, versklavt wurden, vergewaltigt worden, geschändigt worden, ja. Und ich glaube, das ist besonders tragisch, dass eben diese jesidischen Frauen unter Todesangst dort über Jahre auch in diesem Camp zwangsassimiliert wurden, entmenschlicht wurden und ausgebeutet wurden. Was ich vielleicht nochmal besonders hervorheben möchte bei dieser Operation, ist die Teilnahme der YPJ, der Frauenverteidigungseinheiten und der Freundinnen vom Asaish, von den Sicherheitskräften. Weil ich glaube, man hat gerade bei dieser Operation nochmal gesehen, was es für einen Unterschied macht, dass eben auch Freundinnen an so einer Operation beteiligt sind, weil sie einfach, obwohl diese Operation höchst gefährlich war, obwohl so viele Waffen gefunden wurden, Menschen festgenommen wurden, Freunde von uns ermordet wurden, diese Freundinnen einfach ganz anders aufgetreten sind, trotzdem versucht haben, Menschlichkeit einfach entgegenzubringen, dass es den Kindern gut geht, dass es den Frauen mehr oder weniger gut geht, und dass es nicht so eine Art Überfallszenario annimmt, sondern trotzdem die Operation ja eigentlich auch ihrem Namen gerecht wird. Zusammensetzung der Campbewohnerinnen und die inneren Widersprüche innerhalb von Daesh bezüglich Reproduktion und Ablösung. Vielleicht sage ich erstmal was zur Zusammensetzung innerhalb des Camps. Also das Camp sind verschiedene Teile untergliedert, die auch voneinander abgegrenzt sind, sodass man eigentlich nicht sich zwischen diesen Teilen bewegen kann. Das sind einmal Menschen und Familien, die quasi schon vor dem Kampf gegen den Islamischen Staat dort gelebt haben, die eben damals in den 90ern oder später zum Beispiel aus dem Irak geflohen sind, vom USA-Irak-Krieg. Dann sind es Menschen, die vor dem Krieg des Islamischen Staates selbst geflohen sind. Dann gibt es nochmal Menschen, die quasi, das sind dann Frauen und ihre Kinder ausschließlich, die eben Teil des Islamischen Staats waren. Und dann nochmal extra ein Teil, wo ausländische, also weder aus Irak noch aus Syrien, ausländische Frauen und Kinder, die Teil vom Islamischen Staat sind oder beziehungsweise waren, untergebracht. Übrigens die Männer, die Teil des Islamischen Staats sind, beziehungsweise waren, die sitzen in den Gefängnissen. Die sind also nicht mit den Frauen und Kindern dort untergebracht. Insgesamt gibt es 55.829 Menschen aktuell im Camp. Davon sind 28.725 Irakerinnen, 18.850 Syrerinnen und 8.254 Menschen mit ausländischen Nationalitäten. Zu den IS-Frauen und ihren Kindern, die Teil des Camps sind, möchte ich sagen, dass das halt eben vor allem Frauen sind, die damals nach der Schlacht von Barhus sich ergeben haben und in dieses Camp gekommen sind. Barhus war die letzte Bastion des Islamischen Staates. Das heißt, es sind Frauen, die sich bis zuletzt nicht ergeben haben, die bis zuletzt der islamistischen Ideologie treu geblieben sind. Und ja, sozusagen das Kalifat verteidigen wollten. Das heißt, es sind oft Frauen mit einer sehr gefestigten Ideologie
Und ich glaube, das müssen wir auch verstehen. Das sind sehr oft Frauen, die eben ja an diesem letzten Punkt teilweise auch mitgekämpft haben, was, glaube ich, so eine Art Mentalität aufbaut, dass sie so sagen, wir sind die Letzten, die übrig geblieben sind, wir sind die Bewahrerinnen des Islamischen Staates und wir sind dadurch auch sozusagen die Garantie für eine Zukunft des Islamischen Staates. Also das heißt, bei vielen Frauen ist da eine sehr, sehr starke Verbundenheit zu ihrer Ideologie, genau, die sie gewaltsam auch durchsetzen. Es gibt aber nicht nur diese Frauen, die so stark verbunden sind. Ich glaube, es gibt vor allem zwei Gruppen, eben zum einen die, die zurück wollen. Das sind vor allem die Frauen aus europäischen Ländern, vom amerikanischen Kontinent, Australien, genau. Da gibt es viele Frauen, die sagen, mir reicht's, ich habe keine Lust mehr hier rauf. Die leben seit Jahren jetzt auch in diesem Camp und die wollen einfach nur zurück. Viele von denen, würde ich auch tatsächlich sagen, haben auch mit der Ideologie des Islamischen Staates mehr oder weniger abgeschworen und genau, sind distanzieren sich davon. Und dann gibt's aber den anderen Teil, die eben sich als die, sag ich mal, Wächterin des Islamischen Staates begreifen. Und die sind ganz klar zum einen der Mehrzahl und zum anderen haben sie sozusagen auch das Camp in der Hand. Also die sind zum einen dafür verantwortlich oder fühlen sich dafür verantwortlich, für Nachwuchs zu sorgen, weil das ist tatsächlich ganz wichtig für den Islamischen Staat, dass eben sozusagen er nicht einfach ausstirbt. Das heißt, es ist wichtig, dass Kinder nachkommen und diese Kinder dann sozusagen im Sinne des Islamischen Staates erzogen werden. Dann sind sie auch dafür verantwortlich, zu rekrutieren, auch in Europa zu rekrutieren, für Propagandazwecke und so weiter. Und es gibt eben auch Kontakte, ganz klar, nach Europa. Und Europa unterstützt eben auch mit Geld, aber auch mit anderen materiellen Dingen. Dazu gehe ich aber auch später nochmal ein. Und es gibt so eine Art Al-Hisba, auch im Camp, das ist eine Art Frauenpolizei, die gab es schon zu Zeiten des Islamischen Staates, zum Beispiel in Raqqa. Und das ist quasi, kann man sich vorstellen, wie so eine Moralpolizei. Das heißt, sie sind in dem Camp unterwegs und schauen, ob Frauen gegen ja, ihre Vorstellung oder die Vorstellung des Islamischen Staates, wie Frauen zu leben haben, sich zu bewegen haben, ob die dagegen verstoßen. Und wenn Frauen dagegen verstoßen, beziehungsweise des Verrats bezichtigt werden, dann werden die bestraft, teilweise grausam bis zum Tode gefoltert. Genau. Und was eben diese große Gefahr des Camps ist, dass dort ganz gezielt auch eine dritte Generation des Islamischen Staates heranwächst. Und diese Generation wird nochmal in meinen Augen oder auch in unseren Augen deutlich gefährlicher werden als die Generation vorher, weil diese Generation wächst in diesem Camp gerade auf. Und das sind Kinder, die von kleinst auf nur mit dieser Ideologie konfrontiert werden. Alles, was sie lernen, lernen sie sozusagen durch die Augen des Islamischen Staates. Die werden von kleinst auf ideologisch gebildet, militärisch gebildet. Und das sind, auch wenn es mir, das kann ich ehrlich sagen, wehtut, das so zu sagen, aber das sind tickende Zeitbomben. Wie muss man sich den Wiederaufbau des Islamischen Staates aus einer strategischen, taktischen wie auch politischen Perspektive vorstellen? Welche Rolle spielt dabei die Türkei? Also zum Wiederaufbau des Islamischen Staates habe ich ja gerade schon so ein bisschen was erzählt. Also die Idee oder das Ziel der Frauen in dem Camp ist, dass der Islamische Staat sich sowohl ideologisch als auch militärisch wieder festigt. Die Kinder, die dort leben, werden größer, werden erwachsen und werden zu gefestigten und gut ausgebildeten Kämpfern und Kämpferinnen erzogen. Was natürlich eine Perspektive bietet für einen eben Wiedererstarken des Islamischen Staates. Gleichzeitig dient aber auch dieses Camp auf Daesh-Kanälen ganz viel für eine Propaganda, dass quasi die, also es wird immer so selbst gesagt vom Islamischen Staat, unsere Schwestern leiden dort, wir müssen sie befreien. Das ist also diese Erzählung von, da sind sozusagen
unsere Frauen, unsere Schwestern, wie auch immer sie das nennen, die werden dort vom Feind, also quasi von uns aus ihrer Perspektive, unter schlechten Bedingungen eingesperrt. Und es ist jetzt unsere Aufgabe, vor allem spricht das natürlich auch so eine gewisse Männlichkeit an, sie zu befreien. Das ist ein ganz starkes Instrument, auch wieder Menschen zu radikalisieren, überhaupt an den islamischen Staat zu binden und so weiter. Also um das nochmal zusammenzufassen, es hält den islamischen Staat am Leben. Nicht nur das, es schafft eine neue Generation, die eben nochmal spezialisiert ist und ideologisch nochmal mehr gefestigt ist. Und gleichzeitig gibt es eben diese sogenannte, ich sag mal, Opfererzählung, die wiederum auch neue Menschen für den Kampf gewinnen kann. Zum Thema, welche Rolle die Türkei dabei spielt, würde ich gerne noch ein bisschen was erzählen. Und zwar spielt nämlich die Türkei eine sehr große Rolle und das auch nicht erst seit Neuestem. Die Beziehung zwischen der Türkei und dem Islamischen Staat hat eine Kontinuität. Es gab zum Beispiel 2015, hat der Islamische Staat Til Temme angegriffen, da übrigens, wo heute die Türkei massiv bombardiert. Aber auch schon damals hatte die Türkei ihre Finger mit im Spiel. Als mich der Islamische Staat Til Temme angegriffen hat, hat die Türkei Dämme aufgemacht und damit den Fluss Rabur geflutet. Der Fluss Rabur verläuft durch Til Temme und dadurch, dass dieser Fluss dann sozusagen geflutet wurde, wurde Til Temme wie geteilt und es konnten zum einen die Menschen nicht fliehen und zum anderen die Einheiten sich gegenseitig nicht unterstützen und zu Hilfe eilen. Und dadurch wurde dort ein riesiges Blutbad angerichtet. Die Türkei hat außerdem auch, als dieser Ausbruchsversuch, von dem ich am Anfang erzählt habe, dieses Jahr in Hesseke, die Kräfte von uns, die quasi zur Unterstützung nach Hesseke gezogen wurden, bombardiert. Und es sind viele Freunde und Freundinnen dabei schied gefallen, was wiederum den Kampf gegen diesen Ausbruchsversuch natürlich erschwert hat und auch verlängert hat. Auch im Bezug auf diese Operation lässt sich sagen, dass diese Operation schon viel früher hätte beginnen sollen, aber es einfach nicht möglich war, weil die Türkei die ganze Zeit massiv angegriffen hat, mit Drohnen, aber eben auch mit Artillerie. Und wir einfach nicht aktuell in der Lage sind, uns sozusagen an zwei Seiten dementsprechend zu verteidigen. Also so eine Operation in der Größe durchzuführen und gleichzeitig uns an mehreren Fronten gegen den türkischen Staat zu verteidigen. Es gibt auch viele Dokumente, die belegen, dass es dass es auch im Camp selbst Unterstützung von der Türkei gibt. Materielle in Form von Waffen als eben auch Geld. Ich habe neulich erst ein Bild gesehen, wie ein kleines Kind aus dem Camp den Gruß der grauen Wölfe zeigt. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr bezeichnend. Und was auch spannend ist, dass ganz viele Frauen, die gar nicht selbst aus der Türkei kommen, sondern teilweise aus Europa kommen oder vom asiatischen Kontinent oder eben auch aus Syrien und dem Irak, in die Türkei wollen. Genau, also die wollen gar nicht zurück, die wollen am liebsten in die Türkei, weil sie natürlich genau wissen, dass dort die besten Perspektiven sind, um eben auch außerhalb vom Gefängnis den islamischen Staat wieder neu aufzubauen. Und ich denke, wir sollten uns auch gut in Erinnerung holen, dass damals, als quasi unsere Freundinnen und Freundinnen gegen die letzten Bastionen des islamischen Staates gekämpft haben, zur selben Zeit der türkische Staat in Afrin einmarschiert ist und die Stadt besetzt hat. Man kann also fast, oder eigentlich nicht nur fast, man kann sagen, dass die Türkei die Rache des islamischen Staates nimmt und seine Grausamkeiten weiterführt. Wobei selbst da man noch nicht mal genau trennen kann, weil viele islamistische Söldner eben auch für den türkischen Staat selbst kämpfen. Die Situation der Frauen und Kinder und natürlich der gefangenen Jesidinnen. Ich glaube, dieses Camp Al-Hol bringt uns als Revolution, und ich kann das auch für mich persönlich sagen, als einzelne Revolutionärin, immer wieder vor sehr, sehr große moralische Herausforderungen. In Bezug auf die Kinder, die Frauen im Camp sagen, wenn unsere Kinder groß sind, werden sie die Rache ihrer Väter nehmen. Das ist der Weg, das ist der vorgezeichnete Weg von diesen Kindern. Jetzt können wir uns fragen, ein 5-jähriges Kind, ist das ein Täter? Ich würde sagen, nein. Was ist, wenn das Kind 15 Jahre alt ist, Ausbildung gesehen hat, militärisch, ideologisch bereit ist zu töten?
bereit ist, diese Rache zu nehmen. Was ist, wenn aus diesem Kind ein 25-jähriger Mann geworden ist? Ist er mein Feind? Ja, natürlich. Aber eigentlich ist diese Person ja einfach nur ihren vorbestimmten Weg gegangen. Also so Fragen in Bezug auf Schuld, in Bezug auf Zukunft, das ist so tragisch, weil wir können diesen Kindern nicht wirklich eine andere Zukunft bieten. Dazu reicht unsere Kraft nicht aus. So, es gibt zwei große Camps, es gibt die Gefängnisse. Nebenbei haben wir Selbstgeflüchtete aus den Städten Afrin, Selkani, Grisbi. Es ist einfach nicht handelbar für eine immer noch recht junge Revolution, die selbst im Krieg ist. Und dieses Schicksal dieser Kinder, und das meine ich wirklich ehrlich, ist einfach tragisch. Und dasselbe stellt sich natürlich auch für die Frauen. Natürlich ist uns die Befreiung der Frau immer Grundlage unserer Ideologie, unseres Kampfes. Und ich denke, selbst in den Frauen des Islamischen Staates gibt es immer einen Zwiespalt zwischen eigener Unterdrückung und eben Täterin sein. Und natürlich würde ich gerne diese Frauen auch dabei zu unterstützen, das zu überwinden, sich zu befreien. Aber ich denke, das sind tatsächlich aktuell eher theoretische Fragen, die einfach nicht der Wirklichkeit, die wir hier, der wir hier begegnen müssen, entsprechen. Und dann gibt es natürlich auch Frauen und Kinder, die eigentlich eben sich vom Islamischen Staat und dessen Ideologie abkehren wollen, aber eben weiterhin unterdrückt werden, das mit grausamen Methoden von eben den organisierten islamistischen Frauen. Und daneben wurden ja, das habt ihr ja sicher auch gehört, insgesamt 6 Frauen, davon auch 2 Jesidinnen, befreit. Übrigens in den letzten 4 Jahren wurden in dem Camp insgesamt 200 Frauen und Kinder, also jesidische Frauen und Kinder, befreit. Und das ist natürlich zum einen sehr schön, dass wir diese Menschen befreien können, aber auch einfach tragisch zu sehen, wie lange diese Menschen eigentlich, obwohl der Islamische Staat besiegt wurde, immer noch unter diesen Bedingungen leben mussten, immer noch als Sklavinnen dort ihr Dasein fristen mussten. Und ich denke, das zeigt auch nochmal sehr, was es eigentlich bedeutet, dass die Türkei mit ihren Angriffen diese Operation verzögert hat. Das bedeutet einfach Monate verlängertes Leid von diesen Frauen, die schon früher befreit worden wären, wenn die Operation früher gestartet wäre. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum denn die Bedingungen in dem Camp so schlecht sind. Ich habe selbst gesagt, das ist kein Ort, wo man leben möchte, ist auch kein Ort, wo Kinder leben sollten. Warum sieht die Situation also trotzdem so aus, auch wenn wir als revolutionäre Bewegung selbst sagen, dass das ja eigentlich nicht so ist, wie es sein sollte? Das liegt zum einen eben an sehr knappen Ressourcen, die uns selbst zur Verfügung stehen. Das hängt vor allem mit den Embargos zusammen, die eben über die Region hier verhängt wurden. Es hängt auch damit zusammen, dass wir, wie ich bereits schon erwähnt habe, eben im Krieg stehen. Und dieser Krieg hat nie aufgehört. Ja, also der islamische Krieg gegen den Islamischen Staat ging wirklich nahtlos in einen Krieg mit der Türkei über. Und das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob das in Europa ankommt, dass wir uns gerade hier im Krieg befinden. Es ist kein klassischer Krieg im Sinne von, dass gerade türkische Bodentruppen in eine Stadt einmarschieren oder das versuchen. Es ist halt ein Krieg niedriger Intensität, der auf vielen verschiedenen Art und Weisen des Spezialkriegs gefahren wird. Aber es gibt in diesem Krieg immer wieder Tote und zahlreiche Angriffe, gegen die wir uns verteidigen müssen. Zeitgleich wurde eben auch durch frühere Kriege, aber auch immer noch durch andauernde Angriffe, die Bevölkerung, also quasi die eigene Bevölkerung, die Bevölkerung Nordostsyriens vertrieben, um die sich auch gekümmert wird in großen Flüchtlingslagern. Und in dieser gesamten Situation bekommen wir keine internationale Hilfe. Es mag sein, dass es diese Koalition gibt, die internationale, die von der USA angeführt wird, wo übrigens auch die Türkei ein Teil davon ist, aber weder unterstützt uns diese Koalition im Kampf gegen die Türkei, noch gibt sie uns wirklich, sag ich mal, großartige Hilfe im Kampf gegen den IS. Und deswegen stehen wir weiterhin mit diesem Problem alleine da.
Und ich denke, gerade in dem Zusammenhang wird eben nochmal wichtig, dass wir als Sozialistinnen, Antifaschistinnen, Anarchistinnen, Kommunistinnen, wie auch immer, als revolutionäre Menschen auf dieser Erde eben diesen Kampf als unseren Kampf begreifen und uns gegenseitig die Unterstützung geben, die uns die kapitalistischen und imperialistischen Staaten niemals geben werden. Du hattest mich noch gefragt, was eigentlich das Ziel der IS-Frauen im Camp Al-Hol ist. Warum werden die Waffen reingeschmuggelt? Warum gibt es immer noch so einen regen Austausch? Warum gibt es sowas wie die Sittenpolizei, die Hisba? Ich glaube, es gibt zum einen ist das Ziel, eben das Kalifat, den Islamischen Staat als Organisation auf einer ideologischen Ebene zu erhalten. Und deswegen gibt es eben auch zum Beispiel diese Sittenpolizei, die Hisba, deswegen gibt es diese harten Regelungen, diese Bestrafungen, die bis zur Tötung reichen, weil quasi das nicht aufgeweicht werden soll, weil diese harte ideologische, brutale Weltanschauung, weil die quasi nicht aufweichen soll. Und das soll weiter durchgesetzt werden, also dass das quasi auf dieser Ebene ein Erhalt ist. Und dann soll es aber auch ganz, ich sag mal, biologisch der Islamische Staat erhalten werden, indem eben Kinder nachgeboren werden. Daneben wird sich bereit gemacht, für entweder einen eigenen Ausbruch, wenn das sozusagen möglich ist und die eigene Stärke erreicht ist, oder eben dann, wenn möglicherweise eine Befreiung durch den türkischen Staat oder eben durch die IS-Männer, die sich gerade im Knast oder im Untergrund befinden, wenn die klappt, dass dann quasi eben diese Frauen und ausgebildeten Kinder ihren Platz im Kampf einnehmen können. Und erneut den Versuch wagen, den Islamischen Staat auf grausame Art und Weise neu aufzubauen. Und zu was für Methoden sie dabei greifen, um diese drei Punkte eben durchzusetzen, das möchte ich gerne an einem Beispiel nochmal deutlich machen. Ich habe ja gesagt, dass es ganz wichtig ist, eben auch Kinder sozusagen in die Welt zu setzen, um die dann sozusagen nach den Regeln des Islamischen Staates aufzuziehen und auszubilden. Jetzt könnte man sich ja natürlich fragen, es ist ja ein Camp, wo nur Frauen und Kinder sind, zumindest die abgetrennten IS-Teile. Wie funktioniert das? Denn jeden Monat werden ungefähr 40 neue Kinder geboren. Und so ja grausam und abscheulich es ist, muss es trotzdem klar so geäußert werden, was passiert dort? Es werden Kinder, das bedeutet 11-, 12-jährige Jungs, weil die Jungs werden, wenn sie 12 sind, eigentlich aus dem Camp rausgenommen und in Bildungseinrichtungen gesteckt. Also bevor sie 12 sind oder wenn sie 12 Jahre alt sind, werden diese Kinder missbraucht und zur Zeugung von weiteren Kindern benutzt. Und das sollten wir uns vor Augen führen. Ja, was für eine abscheuliche Praktik diese abscheuliche Ideologie eben auch mit sich trägt und zu welchen Maßnahmen diese Frauen bereit sind, um die Rache des Islamischen Staates zu nehmen und ein Weiterleben des Kalifats zu sichern. Was möchtest du noch beifügen? Also zum einen möchte ich nochmal ganz klar machen, dass dieses Camp wie auch der Islamische Staat kein Problem ist, was sich nur hier stellt, sondern es ist ein Problem für die gesamte Welt. Und das muss uns auch vor allem als Internationalisten und Internationalistinnen bewusst sein. Wir müssen endlich anfangen, und ich denke, gerade für Europa, den Islamismus als faschistische Bewegung zu begreifen und dementsprechend auch anzugreifen. Ich glaube, es gibt gerade ja in Europa, vor allem denke ich gerade in deutschsprachigen Ländern, immer wieder viele Berührungsängste, sich klar dagegen zu positionieren. Das hat mit eigentlich viel mit Unwissen zu tun. Man will nicht in so einen islamophoben, rassistischen Diskurs einsteigen. Und ich glaube, gerade da ist es sehr wichtig, sich eben mit demokratischen und linken Kräften aus der Region zu verbünden, mit kurdischen, mit linken muslimischen, mit türkischen linken Kräften, um eben gemeinsam diese faschistische Bedrohung zu bekämpfen. Und ich glaube, dafür ist auch sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, dass ganz viele Kämpfer des Islamistischen Staates und Kämpferinnen nach Europa zurückgekehrt sind und jetzt
in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in vielen anderen europäischen Ländern arbeiten, Geld sammeln, sich vorbereiten, wieder zurückreisen oder hier rekrutieren. Das heißt, es gibt diese Menschen und die sind hier unter uns. Und diesen Menschen sollten wir kein ruhiges Hinterland gewährleisten, indem sie wieder neue Kraft schöpfen und ein Wiedererstarken des Islamischen Staates vorbereiten können. Und zum Ende möchte ich gerne noch den beiden Gefallenen gedenken, die in der Operation ihr Leben gelassen haben, Jasur Rabat und Oday Junaida. Shahid Namerin, Anzerkäftin, Anzerkäftin, hoch lebe die internationale Solidarität.